Die Revolution war veraltet, sie hatte viel Interessen der Gekreuzter und erschüttert. Die Menschen fühlten, dass eine Eisenhand die erdrückte. Viele Verbrechen wären begangen worden mit Erbitterung und machten die aufeinander folgenden Makthaber darauf aufmerksam. Täglich reiste man den öffentlichen Unwillen gegen alle diejenigen, welche bisher regiert und verwaltet oder auf irgendeine Weise zum Erfolg der Revolution beigetragen hätten. Pichegru war gewonnen. Er war der erste General in der Republik, Sohn eines Landemanns aus der Franche Comté und in seiner Jugend Bruder Menima in der Klosterschule de Brienne gewesen. Er verkaufte sich an die königliche Partei und gab das Schicksal der Operation in seiner Armee in ihre Hände. Die Proselyten der Feinde der Republik waren in der Armee in großer Anzahl. Die Armee blieb aber den Grundsätzen der Revolution getreu. Für welche sie so viel Blut vergossen, vergossen und so viel Siege erhofften hatte. Alle Parteien während des Konvents Mutter, er war seiner selbst überdrüssig. Seine Bestimmung war eine Konstitution zu errichten. Er sah ähnlich ein, dass das Wohl des Vaterlands, dass es sein eigenes Wohl verlangte, dass er unverzüglich seine verzüglichste Bestimmung erfülle. Den 21. Juli 17. 1995 nahm er die Konstitution an, welche unter dem Namen der Konstitution von Jahr 3 bekannt ist. Die Regierung war 5 Personen unter dem Namen Directorium und vertraute die Gesetzgebung, Gesweihen, Retten und der Benennung die 500. Und die Alten dieser Konstitution werden dem Volk, das man in Privatversammlungen zusammenberufen hatte, so und Name vorgelegt. Die Meinung war allgemein verbreitet, dass der Grund des Sturzes der Konstitution von 91 einzig in den Gesetzen der Konstitution Rennen, Versammlung zu suchen sei, welches ihr Mitglieder von der Gesetzgebung ausgeschlossen. Der Konvent verfiel keineswegs in denselben Fehler. Er fügte so der Konstitution sei, so das Gesetz, welcher er war, schrieb, dass es 2/3 der neue gesetzgebenden Versammlung aus Mitgliedern des Konvents bestehen sollten und dass die Wahlversammlungen in den Departementen für dieses Mal nur 1/3 der beiden Ritter ernennen dürften. Der Konvent verordnete überdies, dass die beiden so sässige Gesetze der Wolke also von der Konstitution und so trennbar Teile zur Urnahme vorgelegt werden sollten. Sogleich würde das mit Vergnügen allgemein die Partei des Ausländers besonders durch diese Verfügungen alle ihre Pläne verreitet hatte. Sie hatte sie gegessen. Michael, die beiden Retter werden ganz und gar mit neuen und der Revolution fremden Personen oder wohl gar zum Teil mit Leuten besetzt werden, welche ihr Opfer gewesen wären. Und damit hoffe sie, durch den Einfluss der gesetzgebenden Versammlung selbst zur Gegenrevolution zu gelangen.
dieser Partei fällte es nicht an Scheingründen, unterwegen sie die wahrhaften Ursachen ihres Mitzuwirken, verwerken konnte. Sie gab vor, die Rechte des Volkes seien verletzte, weil der Konvent dessen Sendung der dahingegen war, eine Konstitution zu errichten, die der Fügnisse eines Wahlkorps einzig sogar, indem er seinen eigenen Mitgliedern die Gewalt eines gesetzgebenden Korpus verlegte, beweise davon, dass der Konvent wohl wisse, dass er gegen die Absicht des Volkes handelt, sei der, dass er dann Primarversammlungen, die für kürlichen Bedingungen auflegen, so gleicher Seite über das Ganze der Konstitution und ihre zusätzliche Sitze aufzustimmen. Der Konvent sollte nichts wollen, also was das Volk will. Warum er es nicht abgesondert über die Konstitution und besonders über die zusätzliche Sitze abstimmen lässt? Gewiss so bloß darum, weil er wisse, dass die zu Sassgesisse einstimmig verworfen werden würden, was die Konstitution selber betreffe, so war sie ohne Zweifel diejenigen vorzusehen, was vorhanden war. Und über diesen Punkt wären alle Parteien einig. Zwar hätten die einen lieber einen Präsidenten statt der fünf Direktoren, die anderen eine Rette vorgesorgen, der mehr populär gewesen wäre, aber im Allgemeinen sah man diese neue Konstitution mit Vergnügen, was die Partei des Auslandes betrifft, welche unter der Leitung von Geheimen Komitee stand. So wären ihr am Ende die Formen der Regierung, die sie selbst nicht behalten wollte, gleichgültig. Die Partei suchte in der Konstitution nur das Mittel davon, verteilt zu sehen, um die Gegenrevolution zu verwirken. Und ihr war alles angenehm, wenn es nur irgend darauf abzweckte, die Gewalt in Händen des Konvents und der Mitglieder desselben zu entziehen. So